Hi, ich bin Saki und heute bin ich mal wieder draußen, um ein bisschen Auf- und Abseilen zu trainieren für zukünftige Projekte. Heute ganz im Speziellen möchte ich ausprobieren den Unterschied zwischen zwei verschiedenen Geräten beim Aufseilen, nämlich einmal mein Petzl Rig, mit dem ich schon so einige Erfahrungen habe, und jetzt möchte ich auch mal ein Petzl Kroll ausprobieren. Die Möglichkeit habe ich jetzt und ich bin gespannt, wie sich das darstellen wird, wie die Unterschiede sein werden. Auch dieses Mal ist das hier kein Lehrvideo, ich sage es extra, sondern das ist reines Saki-Vergnügen und Training. Und wenn du magst, kannst du bei zuschauen. Ich liebe diesen Gurt, weil er einfach so wahnsinnig einfach und schnell anzuziehen ist. Das ist ein spezieller Speleo-Gurt, also ein Gurt für die Höhlenkletterei. Und auch wenn ich hier nicht in einer Höhle bin, wie man unschwer erkennt, und mal wieder im Wald an einem Baum trainiere, ich bin kein Baumkletterer und ich trainiere auch nicht das Baumklettern. Ich trainiere für andere Sachen. Und da ich nun mal keine Höhle, kein Fels und ähnliches in direkter Umgebung habe, kann ich auch an einem Baum trainieren. Ein hängendes Seil ist ein hängendes Seil. Ja, den Durchgang heute, den starte ich mit meinem Petzl Rig, auch wenn ich damit schon recht viele Erfahrungen habe, aber ich habe ein paar Veränderungen, die ich ausprobieren möchte. Nach meinem letzten Video gab es wahnsinnig viele Kommentare. Da waren ziemlich unhöfliche, freche Sachen dabei, die ich dann absolut ignoriert habe irgendwann. Ich habe auch eine ausführliche Kommentarantwort geschrieben. Wenn etwas total besserwisserisch und frech geschrieben wird, dann interessiert mich das überhaupt kein bisschen. Aber es gab auch ein paar sehr nette Kontakte von Leuten, die mich persönlich angeschrieben haben und mir verschiedene Tipps gegeben haben. Den einen oder anderen Tipp beherzige ich auch dieses Mal nicht, denn ich habe meinen eigenen Kopf, ich habe meinen eigenen Stil. Aber es gab auch ein paar Sachen, die mich zum Nachdenken gebracht haben. Und drei gute Tipps, die habe ich heute mal ausprobiert, habe ich heute dabei. Und was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war erstens, ich habe meine Fußschlinge deutlich verlängert. Das ist jemandem aufgefallen, der meinte, hey, jetzt hast du da so ein Ding, aber du nutzt es gar nicht wirklich. Probier es doch mal aus, wenn du das Ding ein bisschen länger stellst. Da bin ich schon gespannt drauf. Dann, zweiter Tipp, ein wichtiger Sicherheitstipp ist am Rig selber. Und zwar lege ich ab sofort großen Wert drauf, dass das Schraubelement dieses Karabiners außen ist, also vom Körper weg zeigt und nicht hier am Körper ist. Die Chance ist zwar relativ gering, aber es könnte tatsächlich sein, das habe ich eingesehen, dass durch Bewegung des Körpers das Ganze irgendwie aufschraubt und dann wäre natürlich nicht mehr die hundertprozentige Sicherheit gegeben. Den Tipp fand ich ganz besonders gut, da hatte ich noch überhaupt gar nicht dran gedacht. Und einen dritten Tipp, den man mir gegeben hat, und auch da habe ich sofort eingesehen, hey, ja, das ist gar nicht so schlecht, das ist eine richtig gute Idee. Ich habe jetzt, das sieht man hier, die Handsteigklemme mit einer extra Verbindung an meinem Klettergurt befestigt. So, das sollte das Rig ausfallen, ich immer noch komplett mit dem Gurt hier an dieser Handsteigklemme hänge. Also eine zusätzliche Sicherheit. Das fand ich auch nicht schlecht. Ja, und das probiere ich jetzt einfach mal aus.
Ja, das lief ganz gut, muss ich sagen. Nicht besonders anders wie bisher auch, aber ja, passt alles. Ja, dann wieder runter. Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt, ob es mit so einem Kroll tatsächlich so viel spürbar einfacher ist, also der Aufstieg einfacher ist, wie es oftmals beschrieben wurde. Das wollte ich schon lange mal ausprobieren. Dementsprechend muss ich mich jetzt natürlich ein bisschen anders ausstatten. Ja, was ich jetzt natürlich beachten muss, ist, wenn ich mit meinem Rig irgendwo hochsteige, dann, wenn ich oben angekommen bin, muss ich nichts weiter tun, sondern ich muss nur die Handsteigklemme entfernen. Ich hänge ja hier in meinem Gerät und dann kann ich mich ganz einfach damit wieder abseilen. Ich muss also nichts tun. Jetzt bin ich aber mit dem Kroll unterwegs und da ist nichts mit Abseilen. Das heißt, ich hänge irgendwo oben. Das ist gerade meine Abseilacht runtergefallen. Ich hänge irgendwo oben und komme nicht mehr runter. Das heißt, ich muss umbauen auf irgendein Abseilgerät. Und deswegen hatte ich hier auch schon die 8 mal hier vorne in meine Tasche gesteckt. Die wollte ich euch zeigen. Das heißt, ich muss jetzt auf irgendein Abseilgerät umbauen. In diesem Fall werde ich das jetzt mit einer Abseilacht machen. Ich habe mir natürlich vorher Gedanken gemacht, wie ich das machen will, in welcher Reihenfolge ich das tue. Und das ist für mich alles sehr logisch. Was mir aber vor vielen, vielen Jahren mal passiert ist, beim Klettern, da wollte ich mich dann anschließend abseilen, habe meine Abseilacht auch vom Gürtel genommen und genau das hier ist passiert. Und das Ding ist runter gefallen und das war's. Damals war das kein Problem. Ich war im Felsen, konnte gut zur Seite wegklettern, aber ich habe mir zu Hause gedacht, hey, was ist, wenn genau das passiert, wenn du da oben im Baum hängst? Dann hängst du da, du hast eine Handsteigklemme, du hängst da, du hast einen Kroll, aber kein Abseilgerät, weil das nämlich unten liegt. Und damit das auf keinen Fall passiert, werde ich mir das Ganze zusätzlich am Gürtel sichern. Denn wenn das dann runterfällt, habe ich es immer wieder griffbereit zur Stelle. Das wäre ja wirklich Worst Case. Ja, ich bin gespannt aufs Kroll. So, hier ändert sich jetzt erstmal nichts weiter. Meine Abseilacht habe ich am Gürtel. So. Okay. Fußschlaufe. Und dann kann es losgehen. Gut, dann jetzt der Umbau. Abseilacht, die nicht herunterfallen kann. So. Jetzt ist es fest. Jetzt das ab. Zudrehen. Jetzt belaste ich mein Bein, um höher zu kommen. Und damit gleichzeitig das Kroll zu lösen.
Jetzt. Die Handsteigklemme. Und dann geht's abwärts. Ja, super. Das war richtig, richtig interessant. Das war mein allererster Aufstieg mit dem Kroll. Ich habe vorher nicht trainiert. Ich wollte genau wissen, wie das ist und dann meine ersten Erfahrungen auf Video sprechen, damit ich das auch für später habe oder auch für die Interessierten, für euch. Ja, wie kam mir das vor? Es ist natürlich schon mal ganz was anderes als mit so einem Aufseilgerät, wie mit meinem Rig. Eine ganz andere Bewegung. Am Anfang hatte ich ein paar Probleme, vielleicht hat man das beim Aufstieg gesehen, da ist das Seil nicht hundertprozentig hier durchgelaufen. Und da habe ich mir schon gedacht, hä, stimmt da irgendwas nicht? Habe dann aber ganz schnell festgestellt, dass das an mir lag. Beim Rig bin ich mehr so in die hintere Position gegangen und habe mich hochgezogen. Und hier habe ich festgestellt, man muss etwas näher am Seil bleiben. Und wenn man das tut, also gerade am Seil bleibt, in der Fußschlinge, dann läuft das auch super durch. Das hat so 3-4 Mal gedauert, dann hatte ich das raus. Und dann muss ich tatsächlich zugeben, meine Herren, mit diesem kleinen Kerlchen hier ist man da deutlich schneller unterwegs. Und es ist auch weniger kraftraubend. Jetzt kann ich nicht sagen, dass das mit dem Petzl-Rig wahnsinnig anstrengend ist, aufzusteigen, schon allein auch wegen der Umlenkung. Das ist wirklich sehr einfach, aber hiermit ist es tatsächlich noch mal einfacher. Und wenn ich mir vorstelle, sehr weite Aufstiege zu machen, vielleicht irgendwo in einer Höhle, dann ist es natürlich wichtig, Kraft zu sparen, und da ist man hiermit definitiv kraftsparender. Das Kroll hat nicht nur Vorteile, sondern es hat auch Nachteile. Da muss man sich bewusst drüber sein. Zum einen, man kann nicht einfach wie mit dem Petzl-Rig irgendwo hoch und direkt wieder runter. Diesen Luxus hat man nicht, sondern man hängt da oben und man muss umbauen. Zum Beispiel auf eine Abseilacht, um wieder runterzukommen. Spielt aber für mich nicht wirklich eine Rolle, weil, wie gesagt, ich bin ja hier nur am Baum zum Trainieren. Ich bin kein Baumkletterer, mir geht es mehr um Höhlen und Ähnliches. Und da will ich entweder irgendwo runter und da eine längere Zeit bleiben, oder ich will irgendwo hoch. Da muss ich nicht direkt umbauen, es sei denn, es ist irgendwas. Aber das ist halt ein Nachteil mit zum Rig. Und was mir auch noch aufgefallen ist, dieses Kroll ist nicht gerade seilschonend, also hier sind schon ordentliche Zacken dran. Das beißt sich schon ordentlich ins Seil, muss es aber natürlich auch, denn es soll ja schließlich meinen Körper halten. Und eine weitere Sache, die mir noch positiv am Kroll aufgefallen ist, wenn man solche Sachen trainiert, da muss man auch so ein bisschen an Notfälle denken und auch diese Notfälle mal trainieren. Und was ich jetzt direkt schon beim ersten Mal feststellen konnte, ist, wenn es mal irgendwelche Probleme gibt mit dem Aufseilgerät, zum Beispiel ein Blockieren oder das Gerät arbeitet einfach nicht mehr richtig und man muss umschwenken wieder auf die Abseilacht, um erstmal wieder irgendwo runterzukommen und sich neu zu ordnen, einen neuen Plan zu machen, vielleicht wieder mit Pusik aufzusteigen oder so, dann ist dieses Kroll deutlich einfacher zu lösen als mein Petzl-Rig. Das ist natürlich auch noch ein Vorteil, denn hier muss man das Gerät einfach nur entlasten und dann hier mal so runterziehen und dann ist das Seil frei. Das ist beim Rig natürlich ein bisschen aufwendiger. Ja, im Großen und Ganzen bereue ich den Kauf nicht. Ich bin froh, dass ich mir auch das Kroll gegönnt habe und werde jetzt mit beiden Geräten trainieren. Ich werde nicht sagen, dass ich jetzt nur noch das Kroll benutze oder nur noch das Rig, sondern das werde ich je nach Fall entscheiden, was ich da genau machen will. Denn beide haben eben, wie gesagt, ihre Vor- und Nachteile. Ja, mir hat Spaß gemacht. Ich werde noch ein bisschen weiter trainieren, aber euch sage ich schon mal tschüss, macht's gut. Schau auch auf meinem Gear-Kanal vorbei. Dort stelle ich Wanderern, Trekking-Interessierten, Bushcraftern oder einfach nur Gear-Junkies interessante Produkte für unsere Outdoor-Hobbys vor.